Hey Leute, willkommen zurück zu Project Zero 3. Okay, wir müssen Zimmerer finden und diese dann knipsen, um irgendwas aufzulösen. Ich kann nicht genau sagen, was. Oh, hallo Spiegel. Und ich muss noch immer dieses Lithografie-Schloss finden, wofür ich den Stein dann benutzen kann, oder mit dem ich den Stein benutzen kann, besser gesagt. Na gut, hier kommen wir erstmal nicht weiter. Was ist das? Oh, nee. Komm, lass mich in Ruhe mit sowas. Was? Nein, ich geh mal da. Oh Gott. Ich dachte schon, da kommt wieder irgendwas. Was war das denn? Dieses Kratzen. Oh, Gänsehaut. Aber zum Glück kein Kampf. Die werden immer häufiger in letzter Zeit. Na gut, hier kommen wir auch nicht weiter. Das war ja das, wo wir Mio gefunden haben mit Kay, glaube ich. Von daher ist das wohl seine Baustelle. Ach ja, dann gehen wir halt mal wieder zurück zu unserer lieben Haarlady, die sich da die Haare gekämmt hat. Ja. Ist es nicht spaßig? Da ist sie wieder. Ja, soll ich sie einfach mal knipsen? Ich meine, es bringt ja nichts. Ich mach's jetzt mal. Zack. Bitteschön. Oh, nein. Nein, wo kommst du? Oh, ich hab gewusst, das war ein Fehler. Nein. 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 Nein, 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 nein. Ich gehe mal in die Mitte des Raums. Da habe ich, glaube ich, mehr Chancen. Ich weiß gar nicht, wo sie ist. Der Sucher schlägt nicht aus. Seht ihr das? Da schwebt was. Oh, sie schmeißt mit ihren Haaren, oder was? Sag mal, das hat sie vorher bei Kay aber nicht gemacht. Da ist sie gerade. Nein, ich habe meinen Special Schuss verbraucht. Du blöde Kuh. Fotografiere sie jetzt einfach. Hab ich dich. Und nicht mehr. Oh, jetzt ist er hinter mir. Ich höre sie doch. Ah, nee. Wisst ihr aber. Ach, das war's schon. Exakter Kill. Diese You Came. Ich bin nämlich dein Geliebter. Kannst du mal abhaken, meine Liebe? Okay. Gehen wir erstmal hier nach oben. Was haben wir denn hier? Die ist so unheimlich, die Alte. Ach, die war fest verschlossen, okay. Na gut. War ich hier schon? Hä, Moment, die ging doch letztes Mal gar nicht auf, die Tür. Nee, die ging nicht auf. Ach, Leute, ja, ich hab's geschnallt. Ja, okay, das war das, was wir von unten gesehen haben aus diesem Seilgang. Aus diesem Glockenseilgang. Und das Mädchen, das wir nicht fotografieren konnten, war hier oben. Und das ist da, wo wir damals mit Kay unterwegs waren. Und da vorne ist die Lithografietür. Wir konnten sie aber nicht öffnen, weil wir keinen Stein mit ihm hatten. Und jetzt habe ich den Stein. Ha, ist das nicht gut? Ja, das ist toll, das ist super toll. Super, super toll. Dann wollen wir doch mal sehen, dass wir das Rätsel lösen. Hahaha! Geh weg! Nein, hier oben! Nicht hier oben! Das ist ein bisschen fies, meinst du nicht auch, Mädchen? Das ist ein wenig fies, was du hier abziehst. Aber ich hab dich. Oh ne, jetzt ist er wieder woanders. Geh weg! Die ist aber nicht allzu schwer, glaube ich, das Mädchen. Na komm. Geh mir nicht auf den Keks. Hab ich dich. Und nochmal, Kombo. Yes. Tut mir leid, aber das musste sein. Das Mädchen im Priesterinnengewand ließ da, wo sie stand, etwas zurück. Ein Lithografiestein, Handteller groß mit zwei reliefartigen horizontalen Linien, die wie das Zeichen für zwei aussehen. Warum? Ich habe doch schon einen, mehr brauche ich doch nicht. Lass mich überlegen. Ich war nämlich wirklich der Meinung, dass mit Ray hier immer noch Lithografietüren wären. Und nicht nur diese eine jetzt, die von Kay noch über war. Ich bin ein ganz klein wenig verwirrt gerade.
Warte mal, liegt hier noch was? Das kann ich mit der Kamera ja ganz schnell mal ausspähen. Ne, da geht's gar nicht weiter. Ha! Sehr gut. Und ich kann nicht runterstürzen, merke ich gerade. Ein Glück aber auch, ne? So. Nach dem Einfügen des Steins des Schlafes bewegt sich die Vorrichtung. Eine winzige Schrift ist in der in die Steintafel eingraviert. Die gleiche Anzahl Schmerzen in das Podest, die im Stein eingraviert sind. Okay, wie mache ich das jetzt? Ich überlege gerade. Ja. Das geht doch gar nicht. Ich nehme den mal. So. Ne, ich wiederhole das mal. Hä, wie komme ich jetzt hier raus? Hallo? Achso, ja, okay. Warte mal. Ja, ich muss die eigentlich alle nur verrücken, so weit, dass es halt, dass ich jeden bewegt habe. Warum, wenn ich den 2, 1, 0, den. So, dann mache ich den. 1, 2, aber das wird nichts. Das wird nichts. Nee, wird nicht. Och Mann, das ist wieder so ein einfaches Rätsel wahrscheinlich. Mache ich den mal. 1, 2. Ich kann sie ja nochmal danach widersetzen. Das ist ja das Schöne. Ach nee, geht gar nicht. 1, 2. 1, 2. Ja, und den 1. So schwer ist es doch nicht. Man muss sie einfach nur alle bewegen, bis sie keine Züge mehr haben, habe ich jetzt festgestellt. Man muss gar kein Muster legen oder sowas. Alles klar. Das kriegen wir doch hin. Filmweisung. Hä? Ich bin jetzt nur wegen so einer doofen Filmrolle hergekommen. Ich schnall den Sinn nicht mal. Das ist bestimmt wieder irgend so was sinnbildliches, asiatisches. Not enough blood. Need more blood. Was? Sie brauchen mehr Blut. Nicht hochgucken. Ich habe gerade ein bisschen Angst vor ihr. Vor allem die Stimme, oder? Mal ganz ehrlich. Nicht mal ich komme so tief. Oder so kratzig. Not enough blood. Und dann hört sich's an wie von so einem schlechten Death Metal-Sänger. Ach ja. Der Zeremonienraum. Vom kleinen Raum über dem Dachbalken erblicke ich einen Raum mit großer Buddha-Statue. An der Statue hing eine Art Gefängnis, darin eine Frau, die eine Zeremonie durchführt. Hä? Ich weiß ja nicht, ob Buddha so der martialische Gott ist, der gerne Opfer fordert, aber ich habe ihn eigentlich mehr so als fröhlichen Dickwanst in Erinnerung. Naja. Vielleicht kenne ich mich doch nicht so gut aus mit asiatischer Kultur. Ja, höchstwahrscheinlich nicht. Habe ich auch nie behauptet. Ja, das Gegenteil. Okay, vorsichtig. Wie sie auch mit ihren Hochhackigen hier oben rumläuft. Ich hätte die schon längst ausgezogen. Dann lieber barfuß durch das alte Haus, oder ich denke mal schon, dass sie noch Strümpfe trägt, als hier mit diesen komischen Absätzenschuhen. Ich bin froh, dass ich keine Frau bin. Das wäre furchtbar, mit so solchen Dingern da rumzulaufen. So, there was another survivor. Ach, wieso gab's den? Der ist hier lang gelaufen. Das war doch da, wo dieser Blutspur geendet hat und wo die Tür von innen fest zugehalten wurde. Oder als wäre sie zugehalten worden, hat sie ja gesagt. Ich hoffe mal, diese andere hier kommt nicht mehr. Warum hat mein Sucher nicht funktioniert, frage ich mich. Warum habe ich nicht gesehen, aus welcher Richtung sie kommt? Das finde ich extrem schwer, weil ich sag mal so, die PlayStation 2 ist nicht dafür bekannt, dass sie Dolby Surround geboten hat. Und es ist wirklich nicht leicht, anhand des Geräusches die Geister zu orten. Könnt ihr mir glauben? Hä? Geht's da nicht? Warum sie. Ach so, das. Ja, da ist die Treppe. Ich dachte eben die Karte. Warum sah man die Treppe da gar nicht? Naja. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt mal doch wieder hier lang. Hat mir dieser Mönch vielleicht einen Hinweis gegeben? Aber nee, bevor ich das jetzt wieder vergesse. Uahaha. Hab ich dich. Oh, Mann, muss das sein?
Mach mich doch nicht so fertig hier. Idiotas. Por favor. Warum rede ich jetzt Spanisch? Ich weiß es nicht. Ich will euch gerne beide knipsen. Ihr seid so fotogen, ihr zwei, wisst ihr das? Nein! Nein, weg mit euch. Kusch, kusch, kusch. Oh, wie soll da extra außen so schräg laufen? Als will ich das nicht schnallen oder was? Seid ihr bescheuert? Nein. Oh, ich bin wirklich bescheuert. Und da ist mein Steinspiegel zerbrochen. Verdamm mich nochmal. Gegen solche einfache Gegner hier. So, benutze ich halt mal den 61er. Na, und dann treffe ich nicht mal, gell? Ja, du triffst mich wieder. Hau ab! Ah, ich habe keine Lust mehr auf dich. Dankeschön. Was? Der ist nicht futsch? Och, Mann. Dafür verschwende ich meinen guten Film, ne? Ja, dankeschön. Egal. Ich sag ja, das ist die Folge der Fails, Leute. Habe ich schon jetzt festgestellt. Ihr sicher auch. Nee, ich wollte mir eigentlich noch diesen doofen Projektor anschauen. Diesen Film. Ne? So. Ja, es war wieder ein langer Tag. Und deswegen bin ich wieder nicht so ganz bei der Sache. Ihr merkt es sicher. Naja, hören wir uns mal die Weisung oder schauen wir uns besser die Weisung an. Ich mach das mal so, dann könnt ihr auch, glaube ich, besser sehen, als wenn ich da... Naja, nicht wirklich, aber... Was ist das? Das ist diese Frau auf dem Schrein, die mit der Brille oder was auch immer. Was machen die da? Es ist so undeutlich. Ich hab's mal wieder nicht kapiert. Ihr wahrscheinlich auch nicht. Ja, ich sag ja, das ist so viel sinnbildlich, denke ich mal. Wenn man sich da nicht auskennt bei den Asiaten, was die da immer für Sinnbilder haben. Was weiß ich, da könnte zum Beispiel ein brennender Dornenbusch für eine gute Ernte stehen. Oder bei uns ist es ja so ein Symbol für Gott. Jetzt nur als Beispiel. Die Kraft, die gegen die Tür gedrückt hat, ist verschwunden. Es ist mir unbegreiflich manchmal, was ich daraus erkennen soll. So ein wenig. Aha. Oh oh. Ist ja gut, mein Freund. Ich mach das jetzt mit dem Spezialschuss. Hahaha. Das war gut, ne? Hast du auch gemerkt, Kerl. Na, warum? Warum machst du es jetzt nicht? Ich schnall's einfach manchmal nicht. Jawohl! Sie hat den Spezialschuss eben nicht gemacht, Leute. Der Geist hinterließ ein altes Buch. Buch Moria Nummer 1. Es wurden die besten Zimmerer zusammengerufen, um den Kusei-Schrein in den Tiefen einer großen Höhle zu versiegeln, dass kein Sonnenlicht die Dunkelheit erhält. Dann muss ein Schrein des Spalts vor der Höhle errichtet werden. Des Spalts? Ich dachte schon, ich habe mich verlesen. Mit Geisterbäumen als tragenden Säulen und Opfersäulen so arrangiert, dass die Dunkelheit gereinigt wird und der Spalt nicht in die Welt dringt. Okay. Ah, Blitz. Sehr schön. Ist das wieder so eine passive Linse? Wehrt Geister ab, bannt schwache Geister. Wenn Sie die Kreistaste drücken, um den Blitz verwenden, können Sie Geister verscheuchen. Wird der Geist... ein Geist so verscheucht, gibt es vielleicht eine Blendenchance. Aber manche Geister sind immun. Hat ein Geist sie erwischt und sie drücken rechtzeitig die Kreistaste, können sie dem Angriff ausweichen. Wenn sie aus einem Traum erwachen, sind ihre Blitze stets voll geladen. Je höher ihre Stufe, desto höher ihre Maximalkapazität. Das habe ich doch schon, diesen Blitz. Das ist doch diese Abwehrattacke, die ich da schon öfter angewendet habe, oder nicht? Oh, da unten sehen wir es. Neben meinem Porträt. 4 Blitze habe ich wohl. Mhm. Ja, no comprende. Ich verstehe es halt echt nicht so ganz.
Ach so, seht mal. Lautness Blitz. Ja, ich nehme mal Empfindlichkeit. So, ja, ich werde alles in Ray investieren. Nicht mehr in Kay. Oder Miku mal so sporadisch immer mal wieder eins reinpacken, das passt schon. Lag hier noch was? Oh, dieses ganze Blut, ne? Ich glaube ja nicht, dass es frisch ist. Das ist mehr so... Ja, das ist halt damals hier passiert, denke ich. Jetzt sehen wir so Bilder aus der Vergangenheit. Und trotzdem bin ich noch nicht fertig. Ich muss hier noch... Ich gehe nochmal darauf, wo diese komische alte Frau war mit den Händen. War das dieselbe, die eben auch in diesem Buddha-Schrein war? Die da dieses komische Ritual abgehalten hat? Dieses blutige Ritual? Wofür sie noch mehr Blut brauchte? Manchmal kann man einfach nicht genug Blut haben. Na, da ist auch nichts. Na, toll. Habe ich mir das gedacht. Nehmen wir wieder den 7er. Also so langsam gehen wir echt die 14er aus. Das ist schon doof, ne? Das ist eigentlich meine Hauptwaffe, sage ich mal. Die 7er, die nutze ich gar nicht so gerne, weil die halt überhaupt nichts bringen. Also klar, sie bringen schon was. Und am Anfang habe ich auch mal damit gekämpft, aber es ist halt sehr schlecht. Steinspiegel, Steinspiegel, Stein... Nein. Naja. 14 ist auch gut. Eine japanische Puppe in steifer Pose ist im Alkoven. Gut. Wo gehe ich jetzt hin? Gehe ich erst hier hoch oder gehe ich da unten mal schauen? Das wäre dann nämlich der Saal mit Tatami. Ich gehe erstmal hier runter schauen. Vielleicht liegt da noch was. Ja, jetzt dürstet ich mich schon mal so ein bisschen wieder nach einem neuen Steinspiegel. Okay. Weil ich finde die schon ziemlich praktisch. Ah, die Tür geht also auf. Ach, sieh mal, jetzt bin ich ja wieder hier im Kaminraum. An der Feuerstelle. Letztes Mal ging es nicht auf. Na gut, klar, ich musste erstmal diesen Geist hier beseitigen. Und dieses Event erstmal sehen. Brr. Ja, die Hände, ne? Ihr wisst noch, was hier war. Oh Mann, oh. In Teil 1 habe ich an jeder Ecke einen Steinspiegel gefunden, kam es mir vor. Hier habe ich erst einen einzigen. Na gut, und Kay hat einen gefunden, oder? Was, Kay? Ja, ich glaube, Kay war es. Miku nicht. So. Wo ist denn kürzer, sage ich mal? Ich gehe erstmal hier, oder? Ich gehe erstmal geradeaus. Ich wollte gerade sagen, mit ein bisschen Glück ist die Tür eh versperrt, aber ist sie wohl nicht. Oh, da liegt doch was. Ich will mal hinter diesen doofen Vorhang da kommen. Hier. Dieser blöde Vorhang. Und die ist versperrt. Das habe ich mir gedacht, deswegen habe ich es gleich mal ausprobiert. Ah, schon wieder was. Da liegen andauernd wieder neue Sachen, oder? Jedes Mal liegt hier wieder irgendwas Neues. Ich denke mal, das taucht einfach mal jede Nacht immer wieder auf. Ich komme halt echt nicht hinter diese doofen Vorhänge. Anstatt, dass sie mal die Hand hebt und die zur Seite schiebt. Nein. Wird nicht getan. Ach, das war das mit den Regalen. Ist das Regal jetzt immer noch verschoben? Ich war ja mit Kay hier. Es ist tatsächlich verschoben, Leute. Aber das ist doch eigentlich unmöglich, oder? Na gut, was heißt unmöglich? Es ist ja eine Traumwelt. Wahrscheinlich genau in der Abfolge, wie es dann in meinen Träumen passiert ist, passiert es hier auch. Da ist dieses komische Gestell wieder, dieser Schrein, aber ich kann nichts daran tun. Wahrscheinlich auch wieder Case-Ding oder so. Na? So, ich verstehe halt nicht, warum ich hier selber nach oben drücken muss. Das ist doch alles Arbeit. Ach, verdammt, jetzt komme ich hier überall durch. Ich habe eigentlich gedacht, das ist bald wieder... Hier war ja diese komische Kayako, ne? Also sie heißt nicht so, aber sie hat mich daran erinnert. Dieser komische Geist, der so komisch geschrien hat. Und hier ist nichts. Sehr gut. Warum flackert es denn hier? Es sieht fast aus, als wäre da elektrisches Licht. Fest verschlossen. Dankeschön, das wollte ich nur wissen. Ich gehe mal wieder, ja? Bitte tut mir nichts. Okay, ich hab's geschafft. Tschüss. Ja, das war eine ziemlich gruselige Stelle mit Kay, finde ich.
Aber es hält sich hier in Grenzen. Das war bis jetzt nur einmal diese Haarfrau, wie sie mich erschreckt hat. Und halt dieser Geist, der aus der Wand kam. Auf dem Gang, diesen Glockengang. Nee, dann war das jetzt wieder ein bisschen umsonst, dass ich hier oben war, leider. Aber das weiß man ja vorher nicht. Gut. Hier hat es mich nochmal in den Tattoo-Altarraum geführt. Wollen wir mal schauen. Warte mal, letztes Mal hat hier ein kleines Mädchen gestanden mit Miku. Die will ich nicht verpassen, falls sie wiederkommt. Okay, kommt sie nicht. Gut. Mano. Aber ich finde, man bekommt hier fast schon zu viele Gimmicks, oder? Jetzt auch wie diesen Blitz zum Beispiel. Das ist fast schon ein bisschen zu viel des Guten. Ach, ich will halt verdammt nochmal wissen, was das ist. Hier, das will ich haben. Das Ding da. Menno. Egal. Werden wir noch früh genug rausfinden, hoffe ich doch. Na gut, wenn es früh genug wäre, nach meinem Geschmack, dann hätten wir es schon beim ersten Mal, als wir hier waren, rausgefunden. Ich will nochmal ganz kurz hier schauen. Und die geht auf, die Tür. Naja. Leider wieder nicht so viel geschafft dieses Mal. Aber wir haben ja noch ein bisschen was vor uns. Vielleicht kommen wir sogar in den Seilpalast. Naja. Liebe Leute, ich mache hier nochmal einen kleinen Cut. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid. Gerne einen Daumen hoch darauf, wenn nicht einen Daumen runter. Ja, und bis nächstes Mal mit Project Zero 3.